Servus, ich bin Christoph von Staatenlos.ch und heute geht es um die angeblich abgeschaffte Territorialbesteuerung in Thailand. Mich haben viele panische Zuschriften und Beiträge heute erreicht, dass die Territorialbesteuerung in Thailand abgeschafft wird und da würde ich gerne einige Worte drüber verlieren. Ja, es ist richtig, die thailändische Regierung hat beschlossen, das bestehende System zu ändern. Ja, es gibt eine Art Schlupfloch in der thailändischen Gesetzgebung, das bisher sehr stark ausgenutzt wurde. Sprich, Auslandseinkommen ist steuerfrei, wenn man es nach Thailand im nachfolgenden Jahr bringt, wo es verdient wird. Also praktisch, man muss das Geld außerhalb von Thailand lagern. Und wenn das Steuerjahr abgeschlossen ist, kann man das Geld steuerfrei nach Thailand bringen. Und dieses Schlupfloch wird jetzt geschlossen. Das heißt, man muss jetzt immer alles Geld, was man nach Thailand aus dem Ausland bringt, tatsächlich versteuern. Die große Frage ist, wen betrifft das überhaupt? Ja, macht das Thailand jetzt wirklich so unattraktiv? Ich würde sagen, nicht. Es ist zwar eine Änderung, die nicht schön ist. Grundsätzlich etwas, was wir ja sagen, ist, werde nirgendwo steuerpflichtig, habe erst gar keinen Steuerwohnsitz, dann kann sowas auch nicht passieren. Ja, diese Weisheit kommt jetzt wieder zum Tragen, wenn man als Perpetual Traveler lebt, zwei, drei Standorte minimal hat, dann ist man von solchen Gesetzesänderungen natürlich auch dauerhaft verschont, weil man einfach keinen Steuerwohnsitz auslöst. Das ist auch in Thailand der Fall. Ja, diese Regelungen gelten nur für die Leute, die tatsächlich einen Steuerwohnsitz auslösen. Der Steuerwohnsitz wird erst ausgelöst, wenn man mehr als 180 Tage in Thailand ist. Ja, wenn man weniger als ein halbes Jahr in Thailand ist, dann ist man von diesen Regeln gar nicht betroffen, weil man gar keinen Steuerwohnsitz hat. Und in Thailand kann man auch keinen Steuerwohnsitz bekommen, nur weil man dort eine Wohnung hat oder nur weil man dort ein Visum hat, zum Beispiel ein Thai-Elite-Visum. Ironischerweise war letzte Woche auch das Abschlussdatum des Thai-Elite-Visums. Ja, also man kann das immer noch machen, aber es kostet mittlerweile zwei bis dreimal so viel. Also die Leute, die jetzt auf die Schnelle noch ein Thailand-Elite-Visum gemacht haben, haben jetzt, sag ich mal, die schlechte Nachricht mit der Besteuerung. Aber selbst mit diesem Visum muss man erstmal 6 Monate da sein, damit das ins Inland gebrachte Auslandseinkommen überhaupt besteuert wird. Es ist nicht so, dass Thailand die Besteuerung des Welteinkommens einführt. Ja, Thailand ist kein reines Territorialsteuerland mehr. Aber Thailand ist mehr oder minder jetzt ein London-System wie Malta oder England zum Beispiel. Sprich, alles Geld, was man ins Inland einführt, muss auch versteuert werden. Aber alles Geld, was im Ausland liegen bleibt, was du nutzt, um außerhalb von Thailand zu reisen und Geld auszugeben oder was du außerhalb von Thailand nutzt, um zu investieren, das bleibt weiterhin steuerfrei. Und auch alle gängigen Setups und Auslandsfirmen bleiben grundsätzlich steuerfrei. Sprich, deine LLC in den USA kannst du auch weiterhin mit Thailand-Wohnsitz steuerfrei führen. Es kann sein, dass die Behörden strenger werden, was zum Beispiel die Geschäftsführung angeht. Aktuell gibt es quasi keine wirklichen Regelungen, Außensteuergesetze, die sagen, ja, guck mal, du führst die Geschäfte in Thailand, deshalb ist das Inlandseinkommen. Wurde bisher gar nicht gemacht. Das kann natürlich sein, dass sich das ändert. Das ist unklar, das muss man beobachten. Aber grundsätzlich erstmal, solange du dein Geld außerhalb von Thailand lässt, bleibt das steuerfrei. Ein ganz wichtiger Punkt hier ist das sogenannte Bestandsvermögen. Ja, wenn du nach Thailand ziehst, dann hast du natürlich Vermögen auf dem Konto und vielleicht auch kein kleines Vermögen. Vielleicht hast du einige Hunderttausend in einem ETF-Depot oder in Immobilien oder ähnliches. Das ist dein Bestandsvermögen. Und dieses Bestandsvermögen zum Zuzug kannst du immer steuerfrei nach Thailand bringen, auch unter den neuen Regeln. Angenommen, du hast eine halbe Million auf dem Konto. Von diesem 500.000 Bestandsvermögen kannst du ja etliche Jahre in Thailand leben. Und das musst du nicht versteuern. Das ist ja das, was du schon hast. Ja, also das ist der große Vorteil. Wenn du nur ein bisschen Vermögen hast, dann kannst du davon jahrelang in Thailand leben, ohne Geld neu einführen zu müssen. Auch wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufen willst, kannst du das natürlich nutzen, ohne das Geld eben jetzt in Thailand einzuführen und zu versteuern. Sprich, mit je mehr Geld du nach Thailand kommst, irgendwo auf der Welt, auf deinen Konten, desto mehr kannst du potenziell die nächsten Jahre auch einführen. Und was du natürlich dann immer machen kannst, ist Folgendes. Du kannst einfach mal ein Jahr weniger als ein halbes Jahr in Thailand sein, damit keinen Steuerwohnsitz auslösen. In diesem Jahr das ganze Geld, was du in den Vorjahren verdient hast, zu deinem Bestandsvermögen machen, indem du es zum Beispiel nach Thailand überweist. Ja, du kannst ja durchaus ein Thailand-Konto haben, in dem Jahr, wo du nicht
Tax-Resident in Thailand bist, führst du dann das ganze Einkommen ein. Und im nächsten Jahr bist du wieder Tax-Resident. Und dann ist das Geld ja schon eingeführt, das ist ja wieder dein Bestandsvermögen. Ja, also selbst die Leute, die dauerhaft in Thailand leben, können mit diesem Modell grundsätzlich weiterhin komplett steuerfrei in Thailand agieren und auch das Geld im Inland nutzen. Sie müssen einfach irgendwann mal weniger als ein halbes Jahr da sein, machen halt mal einen Extended-Urlaub in Deutschland oder sonst wie, führen dann in dieser Zeit das Bestandsvermögen, was sie so in der Zwischenzeit aufgebaut haben, im Ausland nach Thailand ein und können das wieder jahrelang nutzen. Klar, das ist ein bisschen höherer Aufwand als jetzt, aber ganz grundsätzlich ändert sich durch diese Regelung eigentlich gar nichts. Ja, das heißt, Thailand bleibt weiterhin ein relativ guter Ort. Es bleibt vor allem auch ein sehr guter Scheinwohnsitz, also gerade wenn man eh nicht mehr als ein halbes Jahr in Thailand lebt, nur ein Thailand-Elite-Visum hat oder dort eine Verbrauchsrechnung hat, eine Steuernummer hat. Ironischerweise wird das jetzt ja sogar einfacher. Ja, also durch diese Regelung ist zu erwarten, dass man jetzt einfach an Steuernummern kommt. Und das macht Thailand auch als Compliance-Wohnsitz attraktiver. Es gibt noch einige weitere Dinge zu sagen. Man kann zum Beispiel auch Immobilienerwerb vor Ort dann über Darlehen lösen. Man kann ganz grundsätzlich das Thema auch noch anders angehen. Aber grundsätzlich hier einige Infos zur geplanten Abschaffung der Totalbesteuerung in Thailand. Es ist richtig, dass es dort Änderungen gibt, aber die Änderungen sind nicht so dramatisch, wenn man weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat. Das war's von mir dazu. Bis bald mit einem neuen Video.